Herlovsen und Borowka. Und Rahn. Tor! Mill! Das ist es. Das lang erwartete Führungstor durch Frank Mill in der 36. Minute. Und eine schöne Kombination, die fast schon ein bisschen zu kompliziert schien. Uwe Rahn, bisher noch gar nicht Tritt gefasst. Aber hier setzt er sich durch. Fußabwehr von Ocho Torena. Kriens zieht herein und Mill hat freie Bahn. Und jetzt denkt keiner der Zuschauer hier an dieses ungemütliche, nasskalte Wetter. Die meisten sind ja ohnehin unter den Dächern, denn das Stadion ist ganz, ganz ringsum überdacht. Hier sehen wir nochmal die Hintertorkamera. Ja, war noch korrekt von Kriens, vor der Linie reingezogen. Die Spanier reklamierten zu Unrecht. Dieses Tor ist sicherlich wichtig für die Borussia, aber ganz bestimmt auch wichtig für dieses Spiel, das ja bisher noch nicht allzu viele Höhepunkte hatte. Hannes, wieder Franzi. Schön gespielt, Tor, Selbsttor. Das hätte eigentlich der Uwe Rahn schon machen müssen. Hier sehen wir es nochmal. Flachpass von Fronzek. Rahn. Und dann ganz unglücklich. Durch ein Selbsttor geht Borussia Mönchengladbach mit 2:0 in Führung. Hier sehen wir es nochmal. Fronzek. Und dann ist das Camacho gewesen, der den Ball da ins eigene Tor befördert. Mit links. Von Bruns per Kopf verlängert. In der 55. Minute, hier sehen wir es nochmal. Bruns Eckstoß verlängert vom Hannes. Und noch ein Kopf, das Goldköpfchen Uwe Rahn. Ja, das wird ihm sicher Auftrieb geben. Dem 23-jährigen Mittelfeldspieler der Borussia. Und noch eine Zeitlupe, weil es so schön war. Das haben die x-mal trainiert, gestern noch. Und Cendo steht auf der Linie und kann es überhaupt nicht fassen. 3:0, meine Damen und Herren. Das ist allerdings jetzt doch schon ein klasse Vorsprung für die Borussia, den man möglicherweise auch braucht. Denn Real auswärts und Real zu Hause, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das hat im letzten UEFA-Pokal zum Beispiel Inter Mailand zu spüren bekommen. Jetzt läuft die Angriffsmaschine der Borussia. Hannes Pass, Kriens, Tor! Super! Uwe Rahn! Oh, jetzt kriegen die Malereien eine Packung, wenn das so weitergeht. 4:0. Bilderbuchkombinationen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir es nochmal. Hannes passt in den freien Raum. Der lange Kriens. Und völlig frei. Und da versucht Maceda abseits zu reklamieren. Er weiß selber, dass das nicht stimmt. Zweites Tor von Uwe Rahn. Der am Anfang Schwierigkeiten hatte. Und jetzt ist er plötzlich voll da.
Zugabe, Zugabe fordern die Zuschauer hier, die ja diese schöne Zeitlupenwiederholung mit dem Abschluss von Rahn nicht sehen konnten. Ein herrliches Tor. Santillana. Oh, jetzt müssen die Borussen aufpassen. Ich deutete es eben an. Die Taktik von Real kann nur noch sein. 69. Spielminute. 4:1. Torschütze für Real Madrid. Nein, das ist Gordillo. Gordillo, der Linksfüßler mit den Stutzen auf den Knöcheln. Das ist der erste Flüchtigkeitsfehler. Hoffentlich bleibt es dabei. Denn es sind noch 21 Minuten zu spielen. Sie kennen das ja mit der Auswärtstore-Regel. Ein 3:0 würde Real im Rückspiel jetzt schon reichen. Mill. Ja, jetzt ist rechts keiner. Muss er alleine machen. Schön gespielt! Ewald-Line. Ja, was sagt man in solchen Fällen? Er bereitet sich das schönste Geburtstagsgeschenk selbst. Morgen wird er 32. Schön gemacht von Mill, der alleine gehen musste. Und dann diesen Flachpass zurückziehen. Hier sehen Sie es noch einmal. Das Ganze 7 Minuten vor dem Spielende. 5:1.